get on stage. Das Bandit Zürich Finale 2019, das findet schon ganz bald statt. Und zwar am 10. August 2019 an der Winterthur Musikfestwoche. Und ich würde sagen, es ist jetzt Zeit, um herauszufinden, wer ist denn eigentlich genau im Finale. Und eine Band, die nochmal ihr Können unter Beweis stellen kann, das ist On The Edge. Herzlich willkommen, schön sind ihr da. Ja, danke für die Einladung. Wer ist On The Edge? Wir zwei. Also eine fehlt nur, der Drummer ist heute leider nicht da. Und hat er das Schlagzeug nicht können mitnehmen? Nein, er macht Ferien. Ja, wir sind. Schön. Also wir sagen, wir machen Alternative Indie Pop. Wir kommen von Winterthur. Und dürfen jetzt an der Musikfestwoche spielen. Ja, das sind so ein bisschen wir. Wie sind wir zusammengekommen? Das ist eine lange, lange Geschichte. Das hat mehr Zeit, ist gut. Gezogen. Das ist perfekt. Das hat sich gezogen über Jahre. Wir waren im gleichen Gimmick. Und sind dann, haben wir angefangen zu jammen. Zuerst haben wir gejammt. Zuerst haben wir so ein bisschen Punk gespielt. Großer Punk. Großer Punk. Und dann irgendwann haben wir angefangen, das eigene Zeug zu machen. Und dann hat sich so ein bisschen entwickelt. Und wir haben so ein bisschen unsere Schiene gesucht und fahren die jetzt immer weiter. Wir sind ja jetzt nicht das erste Mal am Bandit. Wie ist das schon das erste Mal gekommen, wo ihr gefunden habt, hey, wisst ihr das noch, wo ihr gefunden habt, hey, wir melden uns jetzt mal fürs Bandit an? Ja, also ist jetzt also, ich weiß nicht, 6 Jahre her oder so ungefähr, irgendwo dort rum. Und eben war so der Anfang, wo wir erstmal so eigene Songs geschrieben haben, wegen ein bisschen Gigs geschaut haben. Und dann haben wir einmal gefunden, ja, Bandit, wir haben alle schon mal davon gehört, irgendwo durch. Das wäre doch jetzt gerade eine Möglichkeit, um jetzt dort mal einen Auftritt machen. Es war eigentlich einer der ersten oder zweiten Auftritte, die wir eigentlich überhaupt wirklich hatten. Der zweite, ich glaube. Also und dann, ja. Und jetzt machen wir das schon seit ein paar Jahren, eigentlich fast jedes Jahr mit. Schon ein bisschen Tradition geworden, auf eine Art so. Ja, wir freuen uns natürlich immer, weil es ist immer ein cooler Gig an einem coolen Ort. Und darum. Es ist jetzt das letzte Mal, dass wir dafür mitmachen, weil wir sind leider auch schon langsam ein bisschen alte Säcke. Und darum ist es jetzt das letzte Mal, aber es hat uns jetzt noch gefreut, dass das jetzt auch noch mal ins Finale gelangt hat. Und wir haben es super gefunden und es ist eine super Chance für junge Bands, ein bisschen an grössere Konzerte kommen und mal am Abend zu spielen, mal drinnen zu spielen. Ja, und eben die Locations. Also die Locations sind immer. Wir haben mal im Salzig gespielt, im Gaswerk, im Moods. Es sind häufig Sachen, wo also allein, wenn du jetzt allein einen Gig machen willst, eh nicht ankommst, mit anderen Bands oder so. Aber sonst, eben, das ist mal so das erste Gig oder so, man kann im Salzit spielen. Das ist schon geil. Mögt ihr euch noch so erinnern, so an den ersten Gig und so an den, den ihr jetzt das letzte Mal gehabt im Dynamo, an der Vorausscheidung? Was hat sich da so viel geändert bei euch? Ja, deine Seite ist nicht mehr gerissen. Ja, genau, erster Gig, meine Seite ist gerade gerissen, das war schön toll gewesen. Ah, und ich denke, also ich hoffe, es hat sich sehr viel verändert, mal als es Grund. Es hat sich viel verändert, also. und auch, ich glaube, was schon auch so langsam Kenntnis, so wie es läuft, wie ein Auftritt ist, läuft. Beim ersten Mal bin ich noch sehr nervös gewesen, das weiß ich noch. Sehr, sehr nervös. Und dann ist eben noch die Seite gerissen. Es ist, oh, super, ja. Aber es war trotzdem ein guter Gig gewesen, damals. Ja, ist gut gewesen. Und ja. Ich denke, wir haben ein Erfahrung und ein bisschen, auch ein bisschen Routine und haben aber immer noch gleich viel Freude daran. Also. Ja, und eben soundmäßig. Also ich meine, auch mega viel da jetzt über diese über 6 Jahre oder so, wo wir jetzt haben wir auch Synthes dabei. Am Anfang waren wir wirklich Gitarre, Bass, Schlagzeug. Und jetzt haben wir wirklich mit Synthes sonst noch Sachen, neue Sounds ausprobiert. Also. Und das ist auch eine gute Gelegenheit, eine Bandit, mal ein neues Zeug ausprobieren. Du hast einen Gig, du hast ein geiles Publikum und kannst auch mal etwas riskieren. Was habt ihr beim Dynamo das mal mitgenommen bei eurem Auftritt? Weil ihr bekommt ja immer so ein Feedback noch von der Jury. Also wir haben das Jahr haben wir ein bisschen unsere Production abgesteppt. Wir haben viel mit dem Computer gemacht und mit den Synths. Und das war einfach Erfahrung wert gewesen, weil es hat trotz dieser 10 Minuten Umbaupause hat super funktioniert. Wir hatten auch einen super Sound Engineer gehabt, der Sound war gut gewesen. Das Feedback ist natürlich immer sehr nützlich, weil es ist immer eine Perspektive von jemand anderem. Es ist nicht der Freundeskreis, es ist irgendwie nicht das Mami und der Papi, sondern es sind Leute, die auch in dieser Branche sind und sich dort bewegen. Und darum, ich glaube, jetzt jedes Mal,
jedes Jahr das Feedback haben wir eigentlich immer können profitieren. Man muss natürlich dann immer selber analysieren und passt es. Es hat auch schon Feedbacks gegeben, wo es dann so ein bisschen ist, aber vielleicht wollen wir ja das wirklich auch so, dann muss man sich ein bisschen schauen. Aber ich denke, Feedback ist immer super und kann man sich immer zu Herzen nehmen und kann immer etwas daraus lernen. Ich glaube, welche Band kann schon in diesem Alter sozusagen sagen, hey, wir haben jedes Jahr von der professionellen Jury so ein Feedback bekommen, weil sonst ist ja so ein bisschen, eben hast du so deine Kollegen und so, aber die schauen ja auf ganz andere Sachen. Ja, es hilft mega, wenn ein Kollege ist halt, ja. Die finden es schon mal cool, wie es Kollegen sind. Ja, und so, ich würde mich gar nicht getrauen, überhaupt auf der Bühne zu spielen. Oder so. Genau, und das ist auch mega cool. Neben so ein bisschen Jury hast du halt immer noch ein bisschen den anderen Aspekt von, was ist halt jetzt wirklich gut oder was ist schlecht gewesen. Und dann wirklich kannst du profitieren davon am Schluss. Jetzt spielt ihr ja am 10. August am Bandit-Finale 2019. Wie war das für euch, als ihr jetzt die Einladung bekommen habt? Also die Bestätigung, hey, ja, ihr seid jetzt dabei, ihr dürft am Finale spielen. Ein bisschen überraschend auch. Wir haben eigentlich nicht unbedingt damit gerechnet, wenn wir ehrlich sind. Aber wir haben uns mega gefreut. Ja, also das ist sehr gefreut. Musikfestwoche spielen ist natürlich immer super, wenn man das wieder mal darf. Ja, grosses Festival. Ich würde sagen, etwas vom wirklich auch etwas vom Speziellsten oder etwas vom Speziellen unter der spezielleren Sache in der Schweiz, was es gibt. Ja, also Heimspiel Festivals. Heimspiel, das kommt natürlich noch dazu. Darum, es hat uns sehr gefreut. Wir haben uns sehr gefreut. Ja. Und unser Drummer hat sogar noch in Ferien rumgeschoben, dass er da noch kommen kann. Darum, der jetzt weg ist, der jetzt in der Ferien ist und dann wieder. Aber gut, also das Wichtigste ist ja, dass so im Finale da. Genau. Ja, das Finale. Ihr, also sind wir schon mal im Finale gewesen? Wir sind ja nicht das erste Mal jetzt im Finale. Nein, ist nicht das erste Mal. Sind ihr beim ersten Mal? Ja, oder? Damals, wo die Seite gerissen ist, sind wir auch ins Finale. Ja, vielleicht haben sie wegen dem gefunden, okay, Trost, wir müssen euch trotzdem. Ja, gut, wenn... Das wäre ein komischer Grund. Ja, aber es war trotzdem geil. Auf was freut ihr euch denn jetzt so beim Finale? Wenn ihr könnt sagen, hey, wir sind eigentlich schon mal im Finale gewesen, wir wissen so ein wie es läuft dort, wir sind schon im Finale gewesen, aber wie, eben, was denkt ihr jetzt? Auf was ich mich noch freue oder was ich noch als Challenge ansehe, ist grundsätzlich immer, wenn es ein professionellerer Gig ist. Weil als kleinere Band gibt es immer wieder, die meisten Gigs sind eher nicht so professionell, das spielt man eher an so ein kleinerer Ort. Und wenn man dann darf, auch ein grösserer Ort spielen, ist das immer, freut einen das immer sehr und es ist auch immer eine Challenge. Und es ist auch einfach immer cool, weil du kannst davon ausgehen, der Sound ist sicher relativ gut, es geht, du hast irgendwie ein bisschen Lichtshow und so. Und was ich mich auch mal freue, ist unser Set, das wir jetzt im Dynamo zum Beispiel auch gespielt haben, unsere Songs mal so am Tag an einem Festival spielen. Ist auch noch interessant. Mal schauen, wie das ankommt. Und wie so der Vibe auch unter uns ist. Ja, ja, also ich kann mich da noch anschließen. Also ich freue mich aber auch noch mega auf die Leute, halt, weil es ist Winter. Man sieht sicher wieder mal viele Leute, die schon lange nicht mehr in unserem Konzert waren, die früher mal gekommen sind und so, halt jetzt einfach vielleicht auch zufällig wieder mal kommen oder auch halt alle Family, Kollegen, halt Vinti ist, die halt irgendwo da noch einen Bezug haben und dann sich auch freuen und kommen. Was man sonst jetzt eben, wenn man sonst irgendwo spielt, nicht unbedingt kommen. Was denkt ihr, was kommt besser als letztes Mal? Wenn ihr so sagt, ja, das wissen wir jetzt, dass es so ist und darum kommt es viel besser. Ich habe das Gefühl, Selbstüberzeugung auch. Also jetzt eben, schon immer wieder mehr Gigs gespielt sind, wieder mehr Erfahrungen gesammelt. Und wenn du halt ein bisschen selbstsicher auch spielen kannst, das Ganze, kommt es auch besser an. Also, ja, ich meine, wenn du jetzt vorhin gesagt hast, dass du so am Anfang noch extrem nervös warst, dann wird das sich jetzt wahrscheinlich ganz anders entwickelt. Ich bin immer nervös. Aber wenn du wahrscheinlich sagst, sehr, sehr, sehr nervös, dann wird das wahrscheinlich das mal nicht mehr so sein, oder? Ich denke, es ist eine andere Nervosität einfach. Ich glaube, was ich zum Beispiel für mich so gelernt habe, ist, es wird bei jedem Gig stressig, es wird immer oder fast immer etwas schief laufen. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied. Ich bin immer noch nervös, aber ich weiß, es wird etwas schief laufen oder es wird einen Stress geben. Und durch das kann man sich ein bisschen besser darauf einstellen. Man kann dann halt dran gehen mit Scheiße, was ist jetzt? Aber du weißt, so ein bisschen, schlussendlich geht es dann meistens immer gut. Es kommt dann immer irgendwie. Und wenn dann halt das nicht läuft, dann sucht man dann spontan irgendetwas anderes. Und das ist dann auch. Es kommt dann auch so gut. Vorbereitet die Nervosität auf eine Art so ein bisschen. Also sozusagen, oder? Irgendwie ja, also. Ja. Oder einfach. Man lernt einfach damit umzugehen. Also ich meine, ich bin immer noch mega nervös von jedem Auftritt.
aber es ist wie so, ich weiss schlussendlich, dass es gleich irgendwie ja. geil ja, kommt. Eben, also du weißt, wie wenn etwas passiert, dann kann ich reagieren. Ja, und oder ich weiss auch, was ich selber kann ja. und was ich nicht kann. Also das ist nicht mehr so. Ich weiss schon bei der Probe, dass ich das Zeug gibt, wenn ich nervös bin, eh nicht kann bringen. Also ich dann eh versau. Also dann übe ich es gar nicht in der Probe, weil wenn ich theoretisch könnte, aber dann lasse ich es einfach weg und das nimmt mir dann auch Nervosität, weil ich weiss, 90% von den Fällen klappt es. Und dann ja sicher so ein bisschen mehr Wissen vielleicht als andere, weil ihr das wie noch ein bisschen mehr könnt voraussehen oder so kalkulieren. So, so ein bisschen, dass ihr, wie man sagt, ihr müsst vielleicht weniger nervös sein, einfach in diesem Setting jetzt sozusagen, weißt du? Ja, vielleicht im Setting ja, okay. schon, aber eben wissen, was genau dann nicht läuft. Ja gut, das ist ja eh schwierig, aber eben so, durch das, dass es einfach nicht das erste Mal ist, so in dem Setting, eben, können wir sagen, hey, wir sind so vorbereitet. Also, ich glaube, umso mehr du hast schon können spielen, umso mehr kannst du auch profitieren und bist mehr oder weniger nervös. Was erwartet ihr jetzt von dem allerletzten Bandit-Gig, den ihr geben dürft? Ja, und eben... Voll aus! Voll, ja, erwarten wir. genau. Nein, ich freue mich einfach grundsätzlich mal wieder an der Musikfestwoche, wie schon gesagt, und mal wieder draussen am Festival zu können spielen. Und was erwarte ich mir? Ja, ich hoffe, ein geiler Gig, ich hoffe, alles geht gut. Ich hoffe, genau, ich hoffe, wir bringen es. Ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch extrem viel Erfolg. Geniessen euren Auftritt. Wieder an der Musikfestwoche am 10. August. Wie ist das eigentlich dort so? Was ist das so das Ding, wo ihr sagt, das ist das Geilste an der Musikfestwoche? Wieso das alle anderen gehen müssen, in der Altstadt? Das finde ich gut. Also, ihr habt, also alle, die eigentlich finden, hey, wieso sollte ich dort alle gehen? Wegen der Altstadt, hey, sollte man kommen. Ja, das Festival in der Altstadt gibt es nicht so viel. Ja. Und die Musik ist, also das Booking, was die machen, ist wirklich. Und hey, geil. Gratis, der grösste Teil. Und zwar gute Bands gratis. Gute Bands. Zum Beispiel und, On the Edge. Genau. Am Bandit Zürich 2019 am Finale. Hey, danke vielmals, sind ihr da gewesen, viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Ja, merci danke für die Einladung. Vielmals. Bandit. Get on stage.